Hallo ihr Lieben, heute ein kurzes Video zum Thema Husten bei Kleinkindern, aber auch bei Erwachsenen und wie man mit einfachen Hausmitteln diesen Husten lindern bzw. ganz wegbekommen kann. Meine beiden kleinsten Kinder, die 4 und 1 sind, haben Husten seit einigen Tagen mit Schleim. Und es gibt ein ganz einfaches Hausmittelchen, Zwiebel, Honig und Wasser oder Zucker halt bzw. Zwiebel, Zucker und Wasser, das man einfach ansetzen kann und das hilft wirklich ganz gut beim Husten lindern. Ich vergesse es immer wieder, muss mich erstmal dran selbst erinnern, wenn es wieder soweit ist und einer Husten hat. Es ist ein super einfaches Rezept. Du nimmst einfach eine Zwiebel, gibst sie in ein Gefäß rein und bedeckst sie mit Wasser, so dass sie wirklich knapp bedeckt, einfach nur bedeckt ist, nicht viel mehr. Und gibst nochmal normalerweise 2 Esslöffel Zucker rein. Ich habe jetzt 2 Esslöffel Honig gegeben. Wenn du keinen Honig nehmen möchtest, dann würde ich dir raten, nimm keinen weißen Haushaltszucker, nimm einfach einen Vollrohrzucker oder irgendwie so braunen Zucker. Auf jeden Fall nicht diesen weißen, giftigen, da normalen Haushaltszucker, den würde ich nicht reingeben. Du kannst auch Dattelsirup nehmen. Dattelsirup. Du kannst einfach Datteln pürieren oder es gibt fertigen Dattelsirup und nochmal da reingeben. Hauptsache es ist dann süß. So, das lässt du einfach stehen. Ich hatte das gestern Mittag gemacht und gestern Abend habe ich beiden Kindern jeweils 3 Esslöffel zum Trinken gegeben. Und heute Morgen nochmal 3 Esslöffel. Also du kannst dreimal täglich 3 Löffel geben. Teelöffel, Esslöffel. Guck halt, wie das Kind das trinkt. Meine Kinder nehmen das sehr gerne, weil es sowas von übertrieben süß zu sein scheint. Ich habe es nicht probiert. Hilft ganz gut. Also wirklich ein super Tipp, finde ich. Kennen die meisten, weil wie gesagt, viele vergessen es. Dann gibt es noch andere Tipps, falls dein Kind wirklich total verschnupft ist. Schau zu, dass das Zimmer nicht zu trocken ist. Bei mir ist das Zimmer sehr trocken. Heizung ist hier an, es ist kalt und die Luft ist trocken, man merkt es nicht. Gib nochmal ein nasses Handtuch auf die Heizung drauf, sodass es ein bisschen, ja, das Zimmer halt feucht wird. Hilft bei uns auch wirklich immer ganz gut. Dann ist es halt nicht, die Nase ist ja dann total trocken und das ist dann halt auch immer so ein Problem. Obwohl, sie ist zwar verschnupft, aber wenn das Zimmer trocken ist, dann ist es nicht so gut wie die Nase. Dann kannst du, was uns auch immer nochmal ganz gut hilft, wenn es älter ist, das Kind, mit Salzsole gurgeln. Und wenn es das kann, ja, wenn es das nicht kann, dann lieber nicht. Es soll auf keinen Fall das ganze Salz dann schlucken, also Salzwasser. Das ist ein spezielles Salz, ja, Salzsole. Nicht irgendein billiges Salz aus dem Supermarkt. Dann kannst du eine Zwiebel klein schneiden, in eine Socke reintun und irgendwo in der Nähe im Zimmer lassen. Ich mache es immer im Bett. Es stinkt extrem, aber es hilft irgendwie morgens immer. Geht es dem Kind besser. Ja, das lässt die Nase frei atmen. Irgendwie sind die Gase ganz gut für den Körper. Komm rein, Mäuschen! Okay, also die Zwiebel klein schneiden im Zimmer lassen. Man kann auch Zwiebel klein schneiden und in die Socke reingeben und mit den Socken schlafen. Soll auch ganz gut sein. Mögen meine beiden kleinen Kinder nicht. Also finden die eklig, da mit den Zwiebeln in der Socke zu schlafen. Das nasse Handtuch. Komm rein, Mäuschen! So, jetzt haben wir hier Besuch neben mir. Ein kleines Babylein ist da. Gern, Mäuschen. Was ich an Tipps noch mitgeben kann, wenn das Kind krank ist, ist Grapefruit-Kernextrakt. Ich habe ein Buch dazu mir extra bestellt. Und wenn ein Kind krank ist, gucke ich ganz genau, wie ich es dosieren kann und bei was. Ja? Also ich gebe beispielsweise 3 Tropfen im Wasser oder im Saft, weil das halt ziemlich bitter ist. Er schmeckt nicht so gut. Im Saft merken es die Kinder nicht. Hilft auch nochmal ganz gut. Wer mal Viren hat, Bakterien, tötet es, diese Bakterien. Ich tue euch natürlich alles unten verlinken, ne? Grapefruit-Kernextrakt. Dann gibt es kollodiales Silber. Ist das auch genial, das kollodiale Silber. Für mich ist das Antibiotikum-Ersatz. Da könnt ihr euch auch nochmal informieren. Da habe ich auch ein Buch mir extra dazu bestellt gehabt letztes Jahr, dass ich halt gucke, wie ich das dosiere und bei was. Ja, dass ich das nicht irgendwie falsch benutze. Ja, das war es eigentlich, was ich halt so benutze, wenn meine Kinder krank sind. Ansonsten viel schmusen, viel Zeit geben, Buch lesen miteinander einfach, dass das Kind halt die Liebe hat. Das weiß, glaube ich, fast jede Mutter, ne? Dass die Liebe was alles heilen kann. Ja, das war's zum Thema Husten. kleine süße Maus. Wie ihr hört, der hustet jetzt gar nicht mehr. Aber wahrscheinlich kommt noch mal Husten. Also er hatte wirklich jetzt die letzten paar Tage so schlimm gehustet, andauernd. Aber es ist schon viel, viel besser durch dieses Zwiebelsaft. Und Grapefruit-Kernextrakt habe ich auch noch mal gegeben. Hat auch ganz gut geholfen. Falls du ein krankes Kind hast, wünsche ich dir gute Besserung mit deinem Kind. Falls du noch Fragen hast zu diesem Thema, kannst du mir unten gerne schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Falls dir das Video geholfen hat, gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, damit du auch keine Videos mehr verpasst. Wenn du Fragen hast, stell sie mir in den Kommentaren. Ich beantworte sie gerne. Und bei Videowünschen auch noch mal unten einfach hinschreiben. Da will jemand Aufmerksamkeit. Ja, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Video. Tschüss.